Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Zuschauer an den Fernsehgeräten und in der Galerie. Das hier heute ist mein zweiter Abschied aus dem Parlament. Der erste ist über 20 Jahre her. Ich scheide heute als Abgeordneter aus diesem Haus aus. Damals bin ich so als Clubsekretär. Ich kann Ihnen sagen, die Erfahrung, die ich damals mitgenommen habe, ist, dass insbesondere aus der Distanz einem die Bedeutung dieses Hauses für unsere Gesellschaft, auch für unsere Demokratie, erst wirklich im richtigen Licht erscheinen mag. Ich weiß, als ich damals meinen Chef gelegentlich besucht habe, den Peter Kostelka, der Clubobmann und mein Vorgänger in der SPÖ war, wie das gewesen ist, wieder in dieses Haus zurückzukommen. Du bist von der Architektur dieses Hansenbaus, dieser gewaltigen Architektur, fast mit Ehrfurcht erfasst. Du marschierst durch das Haus, es riecht nach Parlament, die Schritte in der Säulenhalle haben ganz ein eigenwilliges Geräusch, das dich sofort daran erinnert, wo du bist. Die Abgeordneten damals, und das war sprichwörtlich möglich, sind durch die Couloirs gewandelt und in den diversen Nischen haben sich Abgeordnete über alle Fraktionsgrenzen hinweg zur Konspiration getroffen. Der Mittelpunkt damals, anders als heute, war die Cafeteria, die sogenannte Milchbar, in der das gesellschaftliche Leben des Parlaments quasi stattgefunden hat, über alle Parteigrenzen hinweg. Mir ist eine Frage aus all den Erfahrungen damals geblieben, das ist, warum das eigentlich Milchbar geheißen hat, weil in alter Zeit meiner teilnehmenden Beobachtung habe ich alles Mögliche dort erlebt, aber Milch hat dort jedenfalls keiner bestellt. Daraus darf ich Sie bitten, keine weiteren Ableitungen vorzunehmen. Was wir damals aber auch erlebt haben, es war die große Zeit der Karriere des Jörg Haider auch im Parlament. Es war ein begabter Redner, der mit seltener dramaturgischer Brillanz seine Reden dort gehalten hat, aber auch mit einer Härte, mit einer Häme, mit einem Spott und mit permanenter Attacke, die dort immer wieder zu Tumulten und Aufregung geführt hat. Und das war der Beginn einer Ära, wo ganz klar abgesteckt worden ist, dass der Populismus einen Platz in Österreich bekommen hat. Und ich weiß, es macht keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig des Populismus bezichtigen, weil zwischen populärer Politik und Populismus besteht oft nur ein schmaler Grat und wohl keiner von uns ist unverdächtig, den niemals überschritten zu haben. Aber der Punkt ist, was wir damals erlebt haben, ist eine Spirale, die sich in Gang gesetzt hat, die von Journalisten, von Politikern getrieben wird, wo die Schlagzeile des nächsten Tages, der Kampf um die meisten Klicks, die meisten Retweets, die meisten Likes auf Facebook eine Art Tanz um das goldene Kalb in der Demokratie geworden ist. Man bestätigt sich, stellt fest, die Schlagzeile hat gepasst, die Klicks haben gepasst, am nächsten Tag geht es weiter. Und bei all dem, das war der Eindruck und ich glaube, das ist eine Einigkeit, die wir haben, ist festzustellen, dass das eine schlechte Entwicklung ist, weil die Werte der Aufklärung, die unsere Demokratie umfassen, damit immer weiter ein Stück in Entfernung geraten. Es ist die Toleranz, es ist die politische Rationalität, es ist die wissenschaftliche Vermittlung unserer Realität, die letztendlich in gute Politik zu fließen hat. Und wenn wir das heute konstatieren, dann reden wir da nicht über Österreich alleine, sondern wir reden über eine Entwicklung im globalen Maßstab. Wir sehen das in Polen, wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Italien, wir sehen das in Südamerika, in Brasilien, wir erleben das auf den Philippinen, in Thailand und der Großmeister dieser Disziplin sitzt im Weißen Haus, der Präsident der Vereinigten Staaten. Fast kommt es einem vor, als ob der Westen und seine Alliierten von dem Virus der Anti-Aufklärung angesteckt sind. Wir haben in diesen Tagen noch wenige Stunden, wenige Tage bis zum 100-jährigen Jubiläum der Ersten Republik zu gehen. Und das Parlament feiert diesen Anlass gebührend und mit Respekt. Und ich halte das für wichtig, weil diese Erste Republik und dieser 12. November haben uns eine Lektion gelernt, und das war jene, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, dass Demokratie zerbrechlich ist. Der große amerikanische Historiker Fritz Stern, 1938 musste der aus Deutschland emigrieren, hat einmal den Satz formuliert, dass die einfachste und tiefgreifendste Erfahrung seines Lebens war, wie zerbrechlich diese Freiheit ist. Und einige Jahre später hat er in einem Interview, ich denke, es war sein letztes Interview mit einer deutschen Zeitung formuliert, er hat erlebt, wie in seiner Jugend Demokratie zerstört worden ist und er stellt fest, dass am Ende seines Lebens der Kampf um diese Demokratie wieder geführt werden muss. Und ich denke, das sind Worte, die wir uns gerade in Österreich vergegenwärtigen müssen, angesichts unserer Geschichte und des Umgangs, den wir damit gepflegt haben. Es ist die Erfahrung,
die wir gerade in Österreich brauchen, dass diese Demokratie Rationalität braucht und Geschichtsbewusstsein. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir uns den 9. November ganz dick in unseren Kalendern anstreichen. Den 9. November, an dem das Novemberpogrom stattgefunden hat, was die Nazis die Reichskristall genannt haben. Weil an diesem Tag, bis heute, haben wir eine Lektion gelernt, dass es ein schmaler Grat ist, von der Gewalt der Worte zu der Gewalt der Taten. Und ja, ich bin kein Anhänger, dass Worte und Sprache unschuldig sind. Das sind sie nicht. Weil in der Politik geht es immer um Worte. Worte, die sich in Taten letztlich materialisieren und ausdrücken sollen. Und deshalb ist es wichtig, hier ein ganz besonders sensibles Bewusstsein zu haben, nicht eine Entwicklung in Gang zu setzen, die sich möglicherweise verselbstständigen mag. Demokratie bedeutet aber auch das Prinzip, das im Artikel 1 der Menschenrechtskonvention festgelegt ist, dass alle Menschen frei geboren sind und gleich an Würde und Rechten. Und wenn wir uns heute mit politischen Diskussionen auseinandersetzen, dann kann ich nur dafür warnen, unsere Gesellschaft in Freunde und Feinde zu spalten, in das Wir und die anderen. Und es erfüllt mich mit einer gewissen Sorge, dass wir heute beginnen, Menschen ihren Wert anzuzweifeln, sie zu Menschen zweiter Kategorie zu machen. Ich denke hier insbesondere an unsere muslimischen Mitbürger. Demokratie braucht aber nicht nur Werte und Zusammenhalt, sondern sie benötigt auch das Engagement der vielen, weil die Politik ist zu wichtig, um sie nur Berufspolitikern zu überlassen, und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine starke und wache Zivilgesellschaft haben, auch wenn das vielleicht manchmal dem einen oder anderen lästig vorkommen muss. Und das ist eine Ermunterung, die wir den Menschen in diesem Land geben müssen, sich zu engagieren, für ihre Überzeugungen und ihre Werte letztendlich einzutreten, weil diese Zivilgesellschaft einen erheblichen Einfluss auf den Gang der Dinge hat. Es sind nicht die Einzelnen, die die Geschichte einer Generation beeinflussen, sondern es sind die vielen und ihr Beitrag zu unserem gemeinsamen Tun. Und deshalb möchte ich Sie ausdrücklich ermuntern, meine sehr geehrten Damen und Herren, außerhalb dieses Hauses Ihr politisches Engagement mit Leidenschaft fortzusetzen. Wir wissen aber auch, dass Demokratie Optimismus braucht. Und wir leben in einer fantastischen Welt, und nehmen Sie diese Bemerkung jetzt nicht als Ausdruck meiner persönlichen Entscheidung, aus der Politik auszuscheiden, dass diese Auffassung war ich schon vorher. Aber wir haben erlebt, dass in den letzten 20 Jahren sich die Armut auf der Welt halbiert hat. Wir haben gesehen, dass die Kindersterblichkeit zurückgeht. Wir haben gesehen, dass die Lebenserwartung steigt. Wir sind heute in der Situation, dass mehr Menschen an Überernährung sterben als an Hunger. Und die Wahrscheinlichkeit, durch einen Selbstmord ums Leben zu kommen, deutlich größer ist als durch eine Gewalttat. Diese Veränderungen sind erheblich. Sie kommen, sie stellen Herausforderungen dar, die Sie in allererster Linie zu gestalten haben. Es ist der technologische Wandel, der uns völlig neue Perspektiven gibt, auf die Welt, auf die Chancen, auf die Art und Weise, wie wir miteinander leben werden. Und Sie haben es vielleicht auch verfolgt, aber dieses Zusammenwachsen aus Biowissenschaften, aus Technologie, das gerade in Wissenschaftskreisen diskutiert wird, das hat eine unglaubliche Faszination und kann eine unglaubliche Bereicherung für unsere Welt sein. Es führt aber auch dazu, dass wir diese Frage Mensch, Maschine, wie gehen wir miteinander um, auseinanderzusetzen haben. Und wenn Sie sagen, das ist eine dystopische Fantasie der Zukunft, dann weise ich darauf hin, dass es schon heute Algorithmen sind, die darüber entscheiden, welchen Job Menschen bekommen, welchen Partner sie heiraten können, was sie kaufen, was ihnen angeboten wird, wie sie denken sollen und was sie letztendlich politisch wählen. Und es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es hier einen ethischen Rahmen gibt, dass es Kontrolle gibt, dass es Transparenz gibt und letztendlich die Souveränität menschlicher Entscheidungen bewahrt bleibt. Und es gibt eine weitere Herausforderung, die mir wichtig ist, ein Anliegen hier ein letztes Mal noch einmal zu erwähnen. Der Technologiewandel wird die eine dramatische Veränderung sein. Der Klimawandel, wir wissen das, wird die zweite sein. Wir feiern in diesem Jahr noch den Ausbruch, den 400-jährigen Ausbruch des 30-jährigen Kriegs. Und wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, dann sieht man, dass dem vorangegangen ist die kleine Eiszeit. Dürren, Unwetter, Katastrophen, Ernteausfälle. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Durch Hexenverbrennung, durch Opfer, weil sie es nicht besser gewusst haben. Heute wissen wir es besser, was die Konsequenz unseres menschlichen Handelns ist und was die Konsequenzen und Auswirkungen sein werden. Und es war der Klimaschutzrat, der festgelegt hat, in einer Studie uns gezeigt hat, dass es möglich ist, den Klimawandel zu begrenzen, dass es dafür nur ganz konkrete Daten braucht. Und sie haben auch darauf hingewiesen, dass es möglich ist, dass es weiterleben mit einem 2 Grad plus Steigerung des Klimas gibt. Aber sie haben uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht mehr das Leben sein wird, das wir heute kennen.
Und ich habe in den letzten Tagen viel Zeit gehabt, mir Studien anzuschauen und interessante Erkenntnisse. Und eine fand ich besonders bemerkenswert. Ein britischer Think Tank hat ausgerechnet, dass es 900 Milliarden Dollar jedes Jahr brauchen würde, um bis 2050 die Welt komplett CO2-frei zu machen. 900 Milliarden Dollar im globalen Maßstab für Investitionen. Das sind 0,6% des Reichtums und des Wohlstands auf dem ganzen Planeten. Das ist ein läppischer Betrag, um den es hier geht. Aber es ist ein Betrag, der den Unterschied macht, ob unsere Kinder eines Tages in einer Umwelt leben werden, der zu ihrem größten Feind wird. Und ich habe mich oft gefragt, als Teil dieses Systems, des Mechanismus, warum kommen wir da nicht weiter? Und habe immer wieder festgestellt, dass die Angst, im Kleinen Nachteile zu erleiden, uns im Großen alle gemeinsam zu verlieren macht. Und dieselbe Frage, die mit Rationalität bewertet werden muss, ist jene, wie können wir unseren Platz in der Welt behaupten? Wir wissen, dass Europa vor enormen Herausforderungen steht, vor einem völlig unberechenbaren amerikanischen Präsidenten, vom Aufstieg Chinas, der sorgsam geplant ist und der noch längst nicht sein Ende erreicht hat. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kann Europa stark sein? Wie kann es souverän handeln? Wie kann es weltpolitikfähig sein? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann kommen wir auch rasch zu dem Schluss, dass das bedeutet, auch für die Nationen Kompetenzen im Großen auch abzugeben, um die Probleme zu lösen unserer Zeit. Und ich halte das nicht für einen Verrat an Österreich, sondern für das Gegenteil, für einen Akt des Patriotismus, weil es wird nur ein starkes Österreich in einem starken Europa geben können. Und ich sage das in der Überzeugung, mit dem Stolz, dass ich Österreich im Europäischen Rat unter den Regierungschefs vertreten durfte. Aber gerade das Erlebnis hat bei mir die Überzeugung genährt, dass es wichtig ist, voranzugehen, dass der Stillstand keine Option ist und dass wir mehr an Gemeinsamkeiten und nicht weniger brauchen, um denen, die mit der Abrissbirne gegen Europa arbeiten, Einhalt zu gebieten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 2,5 Jahre meines Lebens in der Berufspolitik verbringen dürfen. Und das war mir klar und bewusst, als ich damit begonnen habe, dass die Zukunft eines Bundeskanzlers, die Zukunft eines Ministers, die Zukunft eines Abgeordneten darin besteht, dass einmal ein Ex-Bundeskanzler, ein Ex-Minister und auch ein Ex-Abgeordneter ist. Und ich denke, wenn man sich das vor Augen führt, fällt einem der Umgang mit den politischen Mechanismen doch um einiges leichter. Ich habe festgestellt, dass man zu einer Projektionsfläche wird, in die Menschen das Allerbeste, die größten Erwartungen hineingeheimnissen und dass genau das Gegenteil auch passiert. Die schlechtesten Erfahrungen, alles, wozu Menschen an Niedertracht möglich sind, einem auch unterstellt wird. Ich habe allerdings auch feststellen dürfen und mit einer notwendigen Distanz, dass das alles herzlich wenig mit der wirklichen Person zu tun hat. Und es ist für mich immer wieder frappierend gewesen zu lesen in Zeitungen, wie lustvoll man angeblich oder mit welcher Begeisterung oder welcher Wert das bedeutet, in der ersten Reihe der Politik zu stehen. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe dieses Geschäft mit großer Freude gesehen, aber ich habe auch die Einsamkeit erlebt und vor allem habe ich den Wert eines Sonntagnachmittags zu Hause am Sofa so richtig schätzen gelernt. Es geht in der Politik definitiv irdischer zu, als manche meinen, und das ist möglicherweise auch gut so. Die Lektion, die ich auch gelernt habe, war eine, die man vielleicht mit einer Analogie verbinden kann. Sie wissen, am Schrein von Delphi war der Spruch gemeißelt, nichts im Übermaß. Und die Politik, und das ist mein persönliches Resümee nach 2,5 Jahren, lehrt einen, im guten Sinn sein Urteil zu mäßigen. Und ich halte das auch für eine ganz wichtige Eigenschaft, dieses Urteil zu mäßigen. Und sich über Menschliches, vielleicht allzu Menschliches, nicht zu sehr aufzuregen. Ich denke, das ist mir auch am Ende zumindest ganz gut gelungen, sofern nicht Akteure meines Fußballclubs am Samstagnachmittag verwickelt waren, beziehungsweise die Akteure des Fußballclubs von Andi Kohlroß und der Nurten Ilmaz. Die Kenner werden wissen, was ich meine. Aber diese Verrückung der Maßstäbe hat bei mir auch eine persönliche Entwicklung produziert. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Ich habe am Beginn meiner politischen Karriere gedacht, es ist ganz klar, die Verteilung von Superstars und von Mittelmaß ist krass zugunsten meiner eigenen Partei ausgefallen. Ich habe in diesen 2,5 Jahren festgestellt, wie der Respekt gewachsen ist, vor allen jenen vor Ihnen,
die ihr Leben dieser Aufgabe widmen, die diese Verantwortung übernommen haben, die ja nicht immer dankbar ist, die ja nicht immer nur eine ist, die mit Vergnügen verbunden ist, wo ja viele Vorstellungen in der Öffentlichkeit existieren, wie lustig das in allen Lebensphasen wirklich ist. Und ich muss sagen, ich habe auch Respekt und noch viel mehr Respekt vor jenen entwickelt, die nicht nur in diesem Haus, sondern die draußen im Sinne unserer Gemeinschaft arbeiten, den Bürgermeistern, den Gemeindevertretern, die mit viel Undank, mit großem Engagement und mit großer Leidenschaft unsere Gemeinschaft zusammenhalten. Ihnen gilt mein besonderer Dank. Wobei eine Bemerkung sei mir erlaubt im Sinne der Glaubwürdigkeit, und die Damen und Herren von der FPÖ werden es mir vielleicht nachsehen. Bei aller Wertschätzung für die einzelne Person habe ich mich doch immer wieder gewundert, wie wenig segensreich ihr Wirken in der Gruppe dann am Ende ausgefallen ist. Es war eine spannende Zeit. Ich bin dankbar für die Einblicke. Ich bin dankbar vor allem für die Momente und Begegnungen, die damit verbunden sind, weil das ist schlussendlich das, was bleibt. Es ist nicht ein Türschild. Es sind nicht Geschichten aller Art, sondern es sind die Begegnungen und die Momente, die dich mit den Menschen zusammengebracht haben. Natürlich machst du in diesem Geschäft auch Erfahrungen, die du gerne vermissen möchtest, Erfahrungen, die einen den Abschied möglicherweise erleichtern, ja, einem vielleicht geradezu zum Querausstieg motivieren und animieren, aber das ist wohl Teil dieses Geschäfts. Ich habe den Zeitpunkt meines Abschieds bewusst und selbst gewählt und ich denke, das ist ein Luxus, den meine beiden unmittelbaren Vorgänger durchaus auch zu schätzen wissen. Es ist richtig so, es ist ein Ende und das ist gut so, für die Personen, für die Sache und für alle Beteiligten. Ich möchte mich am Ende bei den Mitarbeitern bedanken, die mit mir diesen Weg gegangen sind. Ich möchte mich bei den Mitarbeitern bedanken, die dieses Hohe Haus vertreten, bei den Mitarbeitern, die in der Republik Tag ein, Tag aus für unsere rot-weiß-roten Farben arbeiten. Es war mir eine besondere Freude, Sie am Werk zu sehen. Ich habe allergrößten Respekt und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für die wunderbare Zeit, die wir verbringen konnten. Ganz besonders bei jenen Damen und Herren, die wir jeden Morgen am Empfang erlebt haben, die immer ein freundliches Wort auf den Lippen gehabt haben, immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt haben. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, es war mir eine große Ehre. Herzlichen Dank.